jetzt kommt dieser Typ schon, WTF. Da muss ja hinten aber irgendwas teasern, ne? Hey Leute, ich bin's wieder, Vollfraschen, die DLT, und willkommen zur dritten Folge von Maxite. Und wir machen weiter mit dem Run. Und jetzt hat er sich gedreht. Wir gehen dann auch direkt mit der nächsten Ebene. So, was habe ich denn auch an Steinen? Nicht viel. Dann schauen wir mal hier runter. Komm her, Slime. Komm. Und fahr dahin. Und ignoriere mich. Ah, er ist von der Wand zurückgebounced. Wieder voll in mich rein. So, dann craften wir das gleich rum. Dann mache ich mir hier kurz einen Ofen. Oder halt so ein Lagerfeuer. So, und dann kann ich nämlich hier das Zeug braten. Und dann fresse ich auch kurz was, so. Und weiter geht's. Ich habe ja hier meinen krassen Stab, wieso habe ich den nicht benutzt? So. Und dann kriege ich noch Stein raus, weil ich dafür dann auch erst eine Iron Pickaxe brauche. So, haben wir nochmal Stein? Habe ich noch Pfeile? Nein. Ah, und das ist nur so eine Spinne und da oben ist aber so ein Wildschwein. Ich hoffe mal, dass es mich noch nicht so gesehen hat und noch nicht kommt, aber ich habe jetzt hier meinen Silberstick. Damit habe ich das Ding easy weg. So. So, du bist auch aufs Maul, dann komm her. Ich mache auch langsam schnell, dass ich mir dann Rüstung mache. Weil die Gegner natürlich auch stärker werden. Komm. So. Hol ich mir noch schnell einen Trank hier. Was habe ich denn bekommen? Okay. Ja. Gut. So, waren das noch irgendwelche Rohstoffe? Nein, da oben ist wieder, gell? So. Okay, meine Holzachs geht gleich wieder kaputt. Mein Magen beginnt zu krummeln. Oder zu knurren. Zu krummeln. Sagt es überhaupt noch jemand? Mein Magen beginnt zu krummeln. Zack. So. Ein paar Herbs. Ui. Da ist einer online gekommen. G5. Dann habe ich schon genug für eine Eisenspitzhacke, sehr gut. Und meine Axt ist ja kaputt. Jetzt werde ich hier angeschrieben, aber na gut, ich bin selber schuld, ich habe mich nicht auf lautlos gestellt. Jetzt muss ich kurz was rauswerfen. Dann werfe ich das Ding kurz weg. Ach, da oben wäre auch noch Platz gewesen, okay. Dumm. So, ich kann nicht schauen, wenn ich Skype angeschrieben hat. Ich muss jetzt erst die Folge zu Ende bringen, weil sonst stirbt Skype wieder ab, genau. Nicht Skype, sondern Fraps. Ich weiß nicht genau warum, aber sobald ich raustappe aus dem Spiel, stürzt Fraps mit ab. Zurzeit hat mein PC irgendwelche Schwangerschaftsprobleme oder so. Keine Ahnung, was der die ganze Zeit für irgendwelche Störungen hat. Auf jeden Fall, in letzter Zeit muckt er immer so ein bisschen rum. Keine Ahnung, was da los ist. 8 High Potions. Sieht recht gut aus. So. Also MaxHelf ist auf jeden Fall ein Spiel. Entweder man spielt kurz oder man spielt lang. Entweder man stirbt ihm die ganze Zeit oder man schafft es mal zu überleben.
Oha, es kommt hoch, genau. Komm her, scheiß Biene. Ich will auf jeden Fall die Slimes da unten eigentlich gerne haben. Und jetzt kommt dieser Typ schon, WTF. Da muss ja da hinten aber irgendwas Ziel sein, ne? Ah. Hä? WTF, wie lange habe ich mich dann aufgehalten, wenn der Typ jetzt schon kam? Voll komisch. Naja. War eigentlich ein sehr guter Run. Aber dann war es das jetzt mit. Ah, da kommt der Typ erst. Der hätte ich ja doch noch ein bisschen Zeit gehabt. Hä, was macht der mit mir? Hä, WTF, da kommen voll viele. Ja, okay, das ist ein OP-Gegner. Gegen die hat man keine Chance. Ja. Da sieht man sie. Dann war es das mit Magicide. 3 Folgen. Ich werde auf jeden Fall nicht aufhören. Ich denke, dass ich auf jeden Fall weiter aufnehmen werde. Aber das reicht jetzt erstmal. Weil ich fahre dann auch noch in Urlaub. Vielleicht schaue ich, dass ich da was vorproduziere. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit den ersten Folgen Magicide, mit dieser Aufnahmesession. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben. Dann sehe ich nämlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, dann denke ich, dass ich da auf jeden Fall nochmal was von bringen werde. Und wenn nicht, muss ich mir irgendwas anderes suchen, was ich aufnehme. Ja. Und dann war es das. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, schönen Abend, morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hier schaut. Den Scheiß interessiert sich eh keiner für. Und deshalb sage ich jetzt, haut rein, bis bald, euer Vollpfosten, der die Tilly. Tschüss.